Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage gekriegt, habe eine Anfrage bekommen, ob ich ein Video machen wollen würde zu einem Produkt, beziehungsweise, also ihr seht es ja sowieso in der Videobeschreibung, zu einem Fliegengitter. Das ist hier. Und ich würde sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht, dass ich euch das näher zeigen kann. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Wenn wir uns das mal ganz genau angucken, was da drin ist und wie die Qualität ist. Oh. Oh. Das ist Plastik. Also das ist jetzt nicht Stoff, so wie man das von Fliegengittern kennt, was ich eigentlich gedacht habe. Das ist wirklich... Ach, hier haben wir den nochmal. Jetzt nehmen wir Klettband, dass wir das dann an der Seite irgendwie festmachen können. Dann haben wir hier das Klettband für die Tür, für einmal komplett rum, denke ich mal. Was haben wir hier drin? Ich habe eine Plastiktür, also ich werde hier keine Reißzwecken oder sowas reinmachen können. Da würde sich mein Vermieter aufregen. Ja, die kann ich leider nicht nutzen. Ich habe keine Holztür. Ich habe eine Plastiktür, kann ich leider nicht benutzen. So, dann haben wir hier nochmal welche. Auch wieder so Nägelchen. Ich zeige euch die nochmal nah. Ja, die kann ich leider nicht benutzen. Ich zeige euch nochmal die hier. Ich bin ja jetzt ein bisschen weiter weg, habe die Kamera extra ein bisschen höher gestellt. Ja, die werde ich auch nicht. Die werde ich auch nicht nutzen können. Weil ich eine Plastiktür habe. Mein Vermieter will mir den Arsch aufreißen, wenn ich da was drin mache. So, dann haben wir hier die Anleitung und hier haben wir das Fliegengitter. Oh, die Wichte sind auch, oh, die sind gut. Ich werde mal kurz, hier oben haben wir dann noch so eine, wartet mal, ich werde mal so machen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Ich habe mir nämlich extra ein Blatt Papier hier gelegt. So. Ist halt so eine, ja, so eine Kante, damit es schön aussieht. Also so hart gardinemäßig gemacht. Ja. Die ist aber lose. Und könnt ihr auch abmachen, wenn ihr wollt. Aber hier unten, das ist halt dann wirklich so richtig. Also das ist kein Stoff, das ist so richtig schön Gummi. Also das ist wirklich stabil. Und hier innen drin haben wir dann. Ja, ich mach mal so, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. Wir haben hier. Klettband, das Weiche und hier. Und das wird dann natürlich an die Tür rangeklebt, wo wir das dann ranmachen können. Dann gucken wir uns mal die Anleitung an, die wir hier mit bei haben. Wir haben sie in Französisch, Spanisch, Dänisch, Niederländisch, Polnisch, Englisch und Deutsch. Und dann natürlich Bilder nochmal. Wir sollen das auslegen, dass es gerade liegt. Dann sollen wir das Klettband ranmachen an das ans Fliegengitter. Dann sollen wir das justieren, das festmachen links und rechts und dann kann man festkleben. So. Reinigen Sie den Rahmen gut. Legen Sie den Vorhang flach auf den Boden. Kleben Sie das Klettband auf das Fliegengitter, also hier raufkleben. Ich werde das mit Josie zusammen machen, also da werde ich dann wahrscheinlich nicht filmen können. Ziehen Sie die Rückseite des obersten Teils ab, um den oberen Rahmen zu montieren. Ziehen Sie die Rückseite ab und kleben Sie beide Streifen fest. Ah, das ist für links und rechts dann. Verwenden Sie den Klettverschluss, um den Vorhang bei Bedarf zu binden. Hinweis, Feuer fernhalten, von Feuer fernhalten, lassen Sie beim Messen die
Unterseite der Fliegengitter messen den Vorhang 24 Stunden an der von ihm installierten Stelle. Bitte lassen Sie den Vorhang 24 Stunden an der Stunden an nach der Installation. Achso, wir sollen den 24 Stunden lang dran lassen, bevor wir den abmachen können. Ja, also eigentlich ganz easy erklärt, würde ich sagen. Das Material ist auch echt gut. Ich mache das mal jetzt ein bisschen beiseite hier. Die Größen waren jetzt halt nicht so. Ich muss mal gucken, wie ich das dann mit der linken Seite mache, weil meine Balkontür wirklich ein echt beschissenes Maß hat. Aber ich hoffe, dass es dann trotzdem passt. Oder dass ich es passend machen kann. Und hier haben wir dann ja, Magnete, dass die dann halt zusammenhalten. So. So, ich mache das mal so, das sieht dann etwa so aus. Ja, wenn es dann hängt, sieht es dann so aus. Hier sind die Magneten. Sind auch, was ich sagen muss, es sind wirklich es ist nicht viel Platz zwischen den Magneten, was ich sehr gut finde. Ich hatte schon mal sowas in der Art, da war aber hier ein Magnet, dann war hier ein Magnet und dann weiter unten nochmal. Hier haben wir wirklich... Ja, so drei Finger breit, also meine dicken Finger, drei Finger breit zwischen den Magneten. Und dann haben wir auch hier, die Magneten sind etwa so lang. Dann haben wir drei Finger breit, Magnet, drei Finger breit, Magnet. Die sind wirklich schön dicht zusammen, dass es auch wirklich dicht hält und nicht, dass es dann so wie bei dem, was ich vorher hatte, dann halt so locker ist und dann halt hier irgendwie doch noch viel Zeug durchkommt. Und auch die Qualität ist jetzt nicht so leichter Gardinenstoff, das ist schon wirklich... härter, schwerer, da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, weil ich habe ja mit so Klebeteilen schlechte Erfahrung, weil bei mir die Sonne direkt drauf knallt. Ich hoffe, dass, wenn ich das jetzt im Winter anbringe, dass im Winter die ganze Zeit hängt, der Kleber sich mit der Tür verbindet, alle drum und dran schön fest ist, dass es dann im Sommer, auch wenn die Hitze direkt drauf böllert, nicht der Kleber abgeht. Weil dann müsste ich mir was anderes einfallen lassen. Weil ich habe hier die pure Sonne drauf und also auf dem Balkon 45 Grad ist nix. Ja. So, dann würde ich jetzt hierfür erstmal einen Cut machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinten ranhänge oder ob ich das als Unboxing und als Montagevideo mache oder halt nur, wenn es dann montiert ist, euch noch zeige. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, deswegen mache ich jetzt hier einfach mal so einen Cut. Werdet ihr sehen, ob hinter was kommt, wenn ich mal nachher den Verabschiedung nochmal einzeln. Ach so, hier unten sind auch nochmal Gewichte. Ach, die kann man auch schieben. Kann man die denn auch schieben hier? Wartet mal. Nee, die sind fest. Nee, doch, die kann man auch schieben. Ja, die kann man auch so ein bisschen sich anpassen, wenn man sagt, hier unten braucht nicht so. Ja, dass man die oben hier vielleicht ein bisschen dichter zusammen macht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ich würde es eigentlich so Standard lassen. Die unten noch ein bisschen auseinander machen. So. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. So, nochmal kurzer Zwischeneintrag. Ich habe jetzt gerade geguckt, passt ganz knapp. Also, aber so wie es sein soll. Also, ich habe mich nicht vermessen. Und ich habe mich gewundert, weil wir haben ja hier ein dickes Klebeband an der oberen Seite und an der Seite eher dünn. Wir haben zwei Klettbänder dran. Ja. Und beim oberen lasse ich euch mal einen Teil dran haben. Das untere, da ist nichts. Ja, das ist ohne. Das ist halt nur oben, dass wir Klettband dran machen müssen. Dafür lege ich das jetzt mal hier so ein bisschen gerade. Nehme hier das Klettband. Und befestige das Klettband hier oben. Da, wo es sein soll. Zieht es auch gerade. Ja.
dass alles da ist, wo es hingehört und halt auch nicht locker sitzt und auch gerade sitzt. Ich werde das mal andersrum aufrollen. Das macht sich dann ein bisschen einfacher. Ich sehe gerade hier eine Lücke. So. So, dann ziehe ich halt unten gerade den Vorhang und mache den Klettband drauf. Auch hier wieder mit zwei Fingern gerade ein Stück rauf. So, mit zwei Fingern gerade ein Stück rauf. Ich bin ein Stück schräg gekommen. So, zwei Finger gerade. Zwei Finger gerade. Und hier können wir dann das letzte Stück komplett machen. So. Und somit haben wir das obere Teil eigentlich komplett. Wie ihr seht, hier fangen wir hier vorne an und können dann hier praktisch, ja, können dann hier gut wegschneiden. So. Somit haben wir das jetzt hier weggeschnitten und haben das dran. Jetzt müssen wir das Gleiche mit beiden Seiten machen. Ich würde das auch eigentlich alles dran lassen und mache mir das jetzt einfach mal hier auf der oberen Seite. Ich mache mal das Messer hier weg. Ja, mache mir das jetzt, fange jetzt hier oben an. So. So, das Dicke habe ich jetzt wirklich bis zum Ende gemacht. Ja, und dann nehmen wir uns den Anfang. Weil wir rollen es am besten hier nochmal so ein bisschen auf. Macht sich dann im Nachhinein dann viel leichter, wenn es schon aufgerollt ist. So. Und ja. Dann können wir nämlich jetzt hier anfangen. Ich mache das mal noch ein bisschen weiter aufgerollt. So. Und wir fangen nämlich jetzt hier oben an. Ich ziehe jetzt hier mit der Hand gerade. Und dann gehe ich hier richtig schön oben ran und klebe das hier rauf. So. Und ihr seht, ich bin jetzt schon schräg gekommen. So. Jetzt bin ich aber gerade. So. Und muss jetzt aufpassen, ziehe mir das jetzt halt hier schön nach. So. Und ziehe halt mit der einen Hand, halte ich jetzt hier hinten fest. Mit der anderen Hand ziehe ich. So. Und mache das dann schön fest. So. Ah, hier habe ich Lücke. So. Dann machen wir mal doch kleinere Abstände. So. Zack. 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 Jetzt habe ich mich hier verhaspelt, weil mein Band runtergefallen ist und mein Mikrofonkabel damit zwischen ist. Wird euch ja natürlich nicht passieren. Ihr habt kein Mikrofonkabel. So. Und dann machen wir dann natürlich hier wieder. So. Zack. Zack. Ja. Und so. Ah, hier bin ich schräg gekommen. So.
Bei euch macht sich das dann natürlich am Tisch besser, weil ihr habt ja nicht hier den Kameraarm noch nebendran. Da könnt ihr das von links nach rechts rüberschieben und nacheinander wegarbeiten. So. Hier bin ich schon wieder schräg. Ach nee, ich habe noch gar nicht gemacht. So. Sieht ganz gut aus. Ja, hier bin ich wieder schräg geworden. Warum macht man zuerst das Klebeband hier rauf und klebt es dann an, dass man halt an der Tür nicht schräg kommt, weil so klebt man das auf, vernünftig gerade. Und das passt alles. Und dann sind die auch auf Spannung mit nach unten am Boden. Die Bänder und auch links rechts ist die richtige Abmessung, damit es da halt nicht in der Mitte zu schlackerig ist. Ja, da, so, also hier, dass es dann halt hier nicht zu locker ist, dass es wirklich so ist. Ja. Und dann können wir hier auch unten komplett abschneiden. Macht das mal hier so ein bisschen weg. Also am besten, ihr macht dann den Stoff hier so ein bisschen weg. So. Dann schneidet er genau da ab. So. Dann ist hier so Müh übrig. Aber das ist egal. Und ihr habt eine Seite fertig. Jetzt müssen wir das Ganze mit der anderen Seite machen. So. Drehen das jetzt einfach mal hier komplett um. Die Schere beiseite. Dass die uns nicht stört. Und dann legen wir das hier oben rauf auf den Tisch. So, ich mache mal so, dass ihr den Anfang seht. Und dann fangen wir hier halt wieder ganz normal an. Hier oben schön bündig an dem Klettband von oben. Und dann peu à peu. Und am besten halt mit einer Hand hier immer gerade streichen und dann ein bisschen auf Spannung machen. Ja. Also ich halte immer hier oben fest, ziehe das und hier unten mit der Unterseite ziehe ich und mit dem Daumen punktiere ich das dann darauf, dass es dann wirklich auf Spannung ist und auch wirklich gerade ist. Ah, seht ihr, hier habe ich schon, hier sehe ich gerade was. Da ist nämlich ein. Zack. Hier war eine Faltkante. So. Deswegen lieber dreimal kontrolliert. So, jetzt ist alles gut. Nee, hier ist immer noch. Da ist immer noch. Das ist halt so eine Faltkante vom Drehen. So. Ah, jetzt ist das Papier da gerissen, aber wir haben es wenigstens gerade. So.
bin ich schon wieder schräg gekommen. So, jetzt bin ich gerade. Ja. So, hier bin ich wieder schräg. Jetzt bin ich hier auch wieder gerade. So. Sieht ein bisschen knapp aus. Hoffentlich kommen wir noch bis runter. Meine Schwiegermutter hat auch so ein Ding, auch mit so einem dicken Stoff, also nicht mit so Gardinenstoff, so wie ich immer hatte, auch so mit so dicken Stoff bei sich am Balkon dran. Die kann, hat aber eine Holztür, die kann da halt auch die Nägelchen mit benutzen, das darf ich ja nicht, von meinem Vermieter aus. Und das hält auch bombenfest bei ihr. So, jetzt sind wir gleich am Ende. So. So, und jetzt sind wir am Ende. Ich guck nochmal nach. Sind wir hier bündig? Eigentlich, na, hier unten. Millimeter daneben. Kann man nochmal justieren. Zack. Aber jetzt sind wir so weit von gerade. So, jetzt wieder den Stoff hier unten. So ein bisschen weggebogen. Dass wir das dann halt hier abschneiden können. Und dann gerade machen. Super. Perfekt. Wir haben breit übrig, wir haben schmal ein bisschen übrig. Also reicht wirklich komplett aus. Hätte ich jetzt so im ersten Augenblick nicht gedacht. Und wir haben jetzt praktisch oben Klebeband drauf. Wir haben auf der linken und auf der rechten Seite Klebeband drauf. Ja, und dann würde ich sagen, ja, da brauche ich dann Hilfe, weil beim Anbauen, beim Festhalten und so. Weil bei mir ist es halt doof. Ich habe bei dem Türrahmen habe ich so eine Jalousie. Und das ist halt wirklich, da kommst du wirklich nur mit zwei Fingern ran irgendwie. Und da muss der dann, muss unten festgehalten werden. Mit die Wichte und so, dann ein bisschen höher gemacht werden, dass es nicht so doll nach unten zieht, dass ich das da halbwegs oben rin kriege. Da muss mir die Große dann dabei helfen. Aber naja, das werden wir dann nachher machen. So, ich hoffe. Durch den Wind und so kann man mich trotzdem noch hören. Ich habe es jetzt angebaut. Ich hatte, wie gesagt, ich habe das auch extra mal gelassen, wie ich es früher hatte. Das jetzt sind die alten. Die habe ich dann hier am Chalisettenkasten von innen festgeklebt mit Heißklebepistole, weil der normale Kleber nicht erhalten hat. Aber der hier, der ist bombenfest. Also ich habe das jetzt hier festgeklebt. Ich hatte das hier jetzt vergessen, lose zu lassen, damit man das hier auch abmachen kann. Zeige ich euch gleich. Ja, wo hab ich's da? So, das war ein Akt, hier wieder lose zu kriegen. Aber es hält trotzdem noch wie Bombe. So, und jetzt hier auch noch lose machen. Zack. Von unten an bis oben zu. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich die dran lassen werde, also dass ich die dran lasse oder überhaupt dran mache, weil wir hängen ja auf dem Balkon Wäsche auf. Und jedes Mal hier durch, wenn das Fliegengitter praktisch zu ist,
Ich weiß nicht, ob das denn so gut ist, wenn bleibst du vielleicht mit einem Korb hier mal hängen oder so. Und so machen wir uns das dann hier ab, zusammen, auf beiden Seiten. Wenn wir Wäsche aufhängen und dann kann man das danach ja wieder zumachen. Ich denke mal, das ist ein bisschen besser. Aber so bin ich begeistert von der Qualität. Das ist wirklich richtig dicker Stoff. Die Magnete halten super, unten auch richtig schön zu. Ja, das ist fantastisch. Auch hier, das hält bombenfest. Also wenn das jetzt über den Winter hängt und schön klebt, auch oben bin ich gerade nur so mit dem Finger, ich kann es euch ja mal zeigen hier, es ist nicht viel Platz, bin ich gerade nur so rangekommen, um es festzukleben. Mit 1-2 Wellen habe ich hier drin. Aber das macht nichts, weil du kommst hier wirklich echt beschissen ran. So, noch mal ein bisschen festgemacht. Ich habe mir dann hier eine Schere genommen und den Knauf von der Schere und habe den hier oben rangeführt und bin dann mit dem Finger drüber, und dass es ganz eng ist, und bin dann hier so ein paar Mal rübergegangen, dass es hier oben richtig schön hält. Weil normalerweise habt ihr ja hier so einen Kasten nicht. Also sollte eigentlich kein Problem sein. Also Fazit, erste Fazit, erstmal gut. Mal gucken, ob es hängen bleibt. Und ich lasse das jetzt auch mal so hängen, so 24 Stunden, wie sie gesagt haben. Ja, nochmal gucken. Na komm. Mietz, komm her. Komm her. Ja, fein. Ja, fein. So, jetzt nochmal von drin. Ich habe extra Schalisier runtergemacht wegen den Häusern, dass man nichts sieht. Es ist wirklich schön zu. Und auch was Geiles. Ich mache es auf, um durchzuschlüpfen. Zack. Und weg. Und alles wieder zu. Also wenn der Kleber jetzt noch vernünftig hält, hier oben seht ihr, ich habe nicht so viel Platz, hier ist schon ein bisschen Kleber drunter. Aber das ist wirklich hier, wirklich nicht viel Platz. Aber sollte hoffentlich halten. Ich habe mir Mühe gegeben, aber da bin ich halt hier oben, an der Stelle bin ich ein bisschen runtergerutscht, weil da ist oben irgendwie eine Beule hoch gewesen. Kann sein, dass da eine Schraube vom Kasten ist oder so, aber ist überall dran und hält. So, das soll es auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.